So. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr reinschaut. Heute zeigen wir euch mal Thieves. Da haben wir in den letzten Tagen auch ein paar Mal drüber geredet. Eines der Lieblingsspiele meiner Mutter. Ich habe gesagt, ich würde es durchaus auch nochmal spielen. Und zwar genommen beim Neffen, wenn der da Bock drauf hat. Das ist auch so ein bisschen die Hintergrundgeschichte bei diesem Spiel. Es ist so ein abstraktes Würfel- und Move-Spiel. Und das hat so ein, ja, der Autor ist quasi, glaube ich, der Opa, der mit seiner Enkelin ein Spiel spielen wollte und hat gedacht, okay, ich entwickle mal was, was sie auch schon gut spielen kann, was eben über Farben läuft. Das sieht man eben auch bei meinem Neffen, du hast, glaube ich, auch schon mit Max gespielt. Ja. Der kann das auch schon zu einem gewissen Grad, noch nicht so voll, dass er jede Strategie durchschaut, aber er kann, da es eben über die Farben läuft, schon ganz gut mitspielen. Er hat auch durchaus so schon, ne, weiß, wo er hin muss und was er machen muss, und das funktioniert dann schon. Du findest es total toll, ich habe es halt auch mitgespielt und eine Partie war schnell rum, die andere hat echt ein bisschen lang gedauert, da habe ich noch quasi aufgegeben und habe mich immer wegbewegt. Wir zeigen euch jetzt einfach mal, wie das Spiel so funktioniert, zeigen euch einfach mal so ein paar Beispielzüge, erklären halt die Regeln dabei. Mal gucken, wie schnell wir so eine Partie rumkriegen. Vielleicht schneiden wir auch so vom Anfang dann irgendwie ans Ende oder in die Mitte, dass ihr da wirklich mal selber sehen könnt, ob das was für euch sein könnte, für eure Familie. Vielleicht, dass ihr auch Freunde habt, weil du hast es auch schon mit Freunden gespielt. Ja, die finden das alles Die toll. Auch teilweise schon Schachspieler waren, die es gespielt haben und gesagt haben, oh, total cool, das brauche ich mir selbst oder das hole ich mir. Und ja, ich würde sagen, wir gucken einfach mal rein und sagen euch dann hinterher nochmal ein bisschen differenzierter, wie wir das jetzt so fanden. Also, ich habe weiß, bitte ordentlich, Ben hat schwarz. Ziel des Spiels? Ziel des Spiels ist irgendwie, das sind Räume, die weißen Teile sind Räume und das farbige sind Türen. Mhm. Das Schwarze? Das Schwarze ist einfach schwarz. Mhm. Und diese Türen werden aufgeschlossen mit Schlüssel. Das ist zum Beispiel der Schlüssel, um hier durchzukommen, und dann kann man sich da hinstellen. Man darf mit jeder Figur nur einmal ziehen. Das Weiße ist ein Joker. Dann dürfte ich mit dieser Figur jetzt vielleicht dahin ziehen. Mein Ziel ist am Anfang hier hinzukommen, auf eins dieser vier Felder, um dieses Gold zu übernehmen. Um das zu übernehmen, muss ich schwarz würfeln. Dann darf ich es übernehmen. Ich brauche schwarz nur zweimal. Hier am Anfang, wenn ich das Gold übernehmen möchte. Und am Ende, wenn ich hier in meiner Ecke stehe, und hier das Gold raustragen möchte. Dafür brauche ich auch schwarz. Ansonsten, wenn ich mal zwei schwarze Würfel, habe ich Pech gehabt. Kann ich überhaupt nicht ziehen. Wenn ich zwei weiße Würfel, habe ich natürlich zwei Joker. Das ist das Beste eigentlich, was einem passieren kann. Und so möchte ich eben am Anfang in die Mitte. Und es besteht auch immer Zugzwang. Ich muss selbst ziehen. Wenn es schlecht ist, genau, auch wenn es zu meinem Nachteil ist, ich muss ziehen. Und wenn ich hier zum Beispiel stehe hier daneben und ich habe dann hier gewürfelt und habe schwarz gewürfelt, übernehme ich das Teil, und wenn ich jetzt noch lila gewürfelt habe, kann ich es gleich weiterreichen. Mit weiß wäre es auch gegangen. Mit weiß wäre es auch gegangen, weil weiß ja der Joker ist. Und so kann ich halt versuchen, strategisch, ein bisschen Strategie ist nämlich dabei, mein Sohn, meine Figuren zu ziehen. Ich würde immer ein in Richtung Ben stellen, damit ich hier... Das musst du erstmal hören. Hier muss ich... will ich dann mindestens eine Figur von mir platzieren. Ich darf natürlich nicht in Bens Ecke meine vier Figuren hinstellen und sagen, so, Edge, du kommst überhaupt nicht da durch. Genau, da gibt es ein paar Regeln für, dass man hier nicht blockiert, also richtig blockiert werden kann. Man kann schon ein bisschen behindern, aber ich darf mit einer Figur auf einen dieser vier Felder, auf drei von diesen vier Feldern gehen. Auf das darf ich mich niemals stellen. Ich darf mich nie vor das Tor stellen. Ja, und wenn man abliefert, muss man auch selber zwei Figuren in diesem Bereich, was? Also nee, eine muss stehen, genau, und die, mit der ich abliefere. Genau, zwei insgesamt. Ich darf nicht in meinem eigenen Haus, wo ich dann raus möchte, blockieren, dass Ben da gar nicht reinkommt. Ich darf auch hier nur mit einer Figur drinstehen und mit der zweiten mit dem Gold durchlaufen, um dann zu meinem Tor zu kommen, um das Gold rauszutragen. Genau, und abnehmen, ne, wenn das jetzt hier liegen würde und ich würde jetzt halt blau würfeln, könnte ich auch sagen, weißt du was, das wandert mal zu mir, habe ich noch einen orangenen und habe den hier stehen, könnte ich jetzt halt das auch da hintragen. Ich würde sagen, Grundkonzept verstanden, fangen wir einfach mal an. Genau, ich fange an. Guter Start. Muss jetzt mit grün ziehen. Ja, da bin ich schon dran. Würfel, habe jetzt zweimal grün. Zweimal rot. Oh Gott, es kommt immer wieder. Dann kann ich jetzt also einmal hier hinziehen. Ich darf die gleiche Figur nicht nochmal ziehen. Ich habe Zugzwang, ich kann aber nicht ziehen, also war es das. Genau. Ich darf jetzt gelb ziehen
Und da ich den Joker habe, ziehe ich nochmal über Lila. Zwei Joker, das ist ja traumhaft. Dann ziehe ich mal den hier hin und den dorthin. Ich habe Gelb. Ich Wenn der Gegner viel Schwarz würfelt, ist es natürlich nur gut für einen. Ja, aber irgendwann würfelt jeder mal Schwarz. Das ist jetzt aber Rot. Nein, das ist Gelb und Grün. Ah, das ist schön. Dann mache ich einmal Rot und einmal Gelb. Moment, das ist Grün. Ach so, dann mache ich einmal Grün und einmal Gelb. So ist es richtig. Das liegt gerade am Licht. Beim letzten Licht ging das deutlich besser. Ich habe Gelb. Gibt übrigens auch einen wunderschönen Würfelbecher, den aber irgendwie keiner benutzt, Nein. weil das immer ein bisschen umständlich ist. Ja, weil das wirklich sehr, sehr eng gehalten ist und das ist, ja, ich weiß nicht. Man kann ihn, er ist wirklich sehr schön. Ja. Aber irgendwie, wir können ihn ja hier mal so herstellen, weil er einfach gut aussieht. Gibt, du hast schon gemacht? Ja, ich weiß nicht. Irgendwie mache ich jetzt nochmal grün. Okay. Oh toll, das ist grün, ne? Ja, das ist wirklich grün und das ist auch grün. Geil. Dann, bevor du da bist, gehe ich da mal hin. Ich habe lila, ich kann hier einmal in deine Richtung gehen und hier, ich kann nicht anders gehen. Das Grün ist rot und rot. Und dann gehe ich einmal rot dahin. Und jetzt muss ich ja, das heißt, entweder muss ich hier hin oder dahin. Genau. Dahin darf ich gar nicht, oder? Doch. Dann gehe. Das ist die andere. Okay, dann gehe ich jetzt mal dahin. Ich habe lila, da kann ich nur hier zurückgehen und ich habe rot. Da kann ich nur hier gehen. Nein, Moment, Moment, ich gehe natürlich da. So, damit kann ich hier rüber, richtig? Ja, und jetzt müsstest du schwarz haben, um das Gold zu nehmen. Aber ich kann ja noch hier in die Richtung gehen. So sieht's aus. Ich habe weiß, das nehme ich hierfür und ich ziehe mit dem. So, grün ist das, ne? Grün und lila. Grün und lila. Ich habe einen Joker und lila. Ich gehe mit lila dahin und mit dem Joker dahin. Hättest du nicht auch mit dem Joker das aufnehmen können und da weggehen können? Nein, ich brauche schwarz. Stimmt. Das soll ich nur zum Übergehen. Kein. Hallo, du bist älter als 4 und hast das Prinzip nicht verstanden. Rot und da. Bitte was? Du bist älter als 4 und hast das Prinzip nicht verstanden. Was? Ja, verstehst es immer noch nicht. Ich nehme rot und den Joker, da ziehe ich hier mal mit Gelb. Oh, er hat schwarz. Und das ist kein Zug, also darf er mit dieser Figur jetzt auch noch zum Beispiel hier. Ja, in deine Richtung. Könntest, davon du träumst könntest. Du nachts. Jetzt darfst du kein Rot würfeln, dann würdest du mir den 8 brauchen. Schade eigentlich. Ich habe jetzt grün und lila. Ich bleibe natürlich in der Nähe. Dann gehe ich jetzt erstmal da weg und darf sonst nichts mehr. Ich habe gelb und ich habe lila. Warum ist nicht Daniel? Weil ich es nicht will. Okay. Das ist grün, ne? Ja. Oh, hier eine Reihe. Geil. Komm. Ich habe kein Grün, schade. Ich habe rot. Ich muss jetzt aber hier hin. Du musst dahin, genau. Darum bleibe ich hier. Geh da mal weg. Nein. Ich bleibe da und ich gehe hier zurück. Das ist genau die richtige Richtung. Das ist. Rot und grün. Dann gehe ich mal rot und grün. Ich habe grün und rot. Und mit dem roten kann ich jetzt hier die Tür öffnen und stehe dir das Gold. So, jetzt ist es gut, meins. Dass ich in guter Position bin, um mir das gleich wieder mit dem Joker zurückzuholen und dann einfach mal hier wegzugehen. Genau, da zurücknehmen, kein Zug. Ich gehe natürlich hinterher und nehme das mit lila wieder zurück. Das wird dir sofort wieder abgenommen. Denkste. Das ist rot, ne? Ja. Geh mal dahin. Ich habe gelb und ich habe gelb. Das hier mit dem Joker und ja. Hier ist es wieder meins. Ich muss nur leider in die Richtung. Schade. Ich nehme mir das zurück und gehe hier hin. Ja, ich hole mich. Das ist rot, ne? Das ist rot. Das? Aber du das hast kein ah, Rot. Das ist grün. Habe ich befürchtet. Das ist auch grün, ne? Ja. Ich gehe gelb und weiß ich nervt gehe das ein bisschen. Grün ist aber, wer ist gelb hier? Gelb und das ist weiß, ja, der Joker. Dann gehe ich grün. Das ist rot. Aber das ist grün.
Das ist cool. Und dann hole ich mir das Ding hier mal zurück. So kann das jetzt übrigens Stunden hin und her gehen. Quatsch, das ist so schön. Ich spiele hier und ich spiele dorthin. Blau. Rot, ne? Rot. Da. Ich nehme mir das zurück und gehe dahin. Mhm. Ja, zufällig auf deine Richtung. Dann komme ich mal daher und der Schwarze verfällt. Bitte schön. Ich gehe mit Gelb. Das ist grün, ne? Ja, das ist grün. Nice. Hoppala. Ich gehe mit Lila und ich folge damit. Da stelle ich mich mal in den Weg. Geh weg. Nö. Ich nehme Lila. Das ist rot, ne? Ja. Dann nehme ich rot und blau. Ich nehme grün und lila. Ja, ein bisschen Überlegung. Nee, Pest und Cholera. Blau und orange. Das liegt immer im Auge des Betrachters. Ich nehme rot und grün. Tolles Spiel. Dann gehe ich mal hier rüber und muss jetzt ja zwingend zurückgehen, also gehe ich mal den zurück. Dann nehme ich weißer Joker. Das grün, ist grün. Grün, ne? Und das ist grün. Traum. Ich nehme gelb und mit rot setze ich das rüber. Weil hier wäre jetzt gelb gewesen. Da. So clever gemacht. Das ist natürlich dumm. Grün und rot. Gut, ihr habt das Grundkonzept jetzt verstanden. Wir spielen jetzt mal weiter. Wir sind gerade bei der Aufnahme bei 18 Minuten im Rohschnitt. Wir gucken mal, wann wir fertig sind. Vielleicht ist jetzt tatsächlich ein 4 Minuten Schluss. Wenn ich jetzt schaffen sollte, das Ding zu übernehmen und irgendwie hier mich zu lösen, dahin zu kommen, naja, das ist ein kleiner Weg darüber. Wir gucken mal. So, jetzt sind wir kurz vorm Finale, hoffentlich. Ist das jetzt? Naja, oder auch nicht. Und da ist es vorbei. 42 Minuten, das heißt 14 Minuten später als der erste Countdown, wo wir schon ungefähr 10 Minuten gespielt haben. Aber es war jetzt nicht so also schlimm. Also knapp 30 Minuten voller Freude, voller Spaß. Und ach Ben, das ist nicht so das schlimm. War, also es hätte auch, wie gesagt, wir waren jetzt in der Ecke, wir hätten jetzt auch mal in die andere Ecke laufen können, wir hätten nochmal hier rüber laufen können. Ich würde sagen, das war jetzt einmal ein Eindruck vom Spiel, das ist jetzt wahrscheinlich zwischendurch so ein Zeitraffer gesehen, wie das hin und her gegangen ist, mit schöner Musik drüber hoffentlich. Und ja, damit kommen wir dann zum Fazit. So, das war jetzt meine Demo-Beispielrunde von Thieves. Wir haben euch gesagt, Regeln erklärt, Konzept habt ihr, glaube ich, verstanden. Wie ich es finde, habe ich ja im Prinzip schon gesagt. Wie gesagt, beim Neffen sicher ein cooles Spiel. Ja, aber ich finde eben auch, das ist natürlich nicht der Mega-Anspruch, wie als wenn ich jetzt Go spielen würde oder Pentago oder so. Das ist natürlich eine ganz andere Klasse. Aber ich mag ja auch Spiele, die man einfach mal so nebenbei und zwischendurch spielt. Das kann man mal, wir haben in der Küche einen Tresen spielen, stehen und wenn ich Besuch bekomme, sage ich, komm, lass uns eben eine Runde Thieves spielen. Das eben. Wird auf dem
Tresen gelegt und dann spielen wir das mal eben. Und wenn wir wirklich merken, dass es zu lange dauert, weil man immer nur hin und her rennt, dann brechen wir auch mal ab. Aber es kommt wirklich selten vor. Und meine Leute mögen das Spiel. Und mein Enkel mag es auch. The most exciting game of strategy and chance steht drauf. Tatsächlich ist es, das Würfeln dann immer ein bisschen aufregender. Aber er sagt, der Stand in Essen sah, fand ich schon cool aus. Wenn man halt diese ganzen Spiele da sieht, man fragt sich halt schon, was steckt da für ein abstraktes Spiel hinter? Die können ja oftmals auch wirklich cool sein und wirklich sehr clever. Aber wie dieses Spiel? Das ist jetzt nichts, was in Richtung vom GIPF-Projekt oder so geht. Also die sind da nochmal eine andere Hausnummer. Ja, ich denke, ihr habt jetzt einen guten Eindruck davon bekommen. Also der Autor hat uns erzählt, dass dieses Spiel in England an den Grundschulen ausliegt und dass da also die Kinder ganz, ganz viel damit spielen. Er hat es für seine Enkeltochter entwickelt, weil die wollte mit 7 Jahren Schach spielen lernen, weil in der Familie immer ganz viel gespielt wird. Und das hat sie nicht überrissen und da hat der Großvater gesagt, also irgendwas machen wir jetzt und entwickeln was. Und dann haben die halt dieses Thieves entwickelt. Mittlerweile ist die Enkeltochter, glaube ich, 13 oder so, der war auch mit in Essen, sah viel größer aus, aber ich glaube, sie war wirklich erst 12 oder 13 und ich glaube, sie spielt mittlerweile auch Schach, aber sie hat den Zugang zu solchen Spielen über dieses Spiel bekommen und darum finde ich, dass du findest es vielleicht sehr einfach vom Spielprinzip, aber als Einstieg finde ich das wirklich gut. Ja, für 4- bis 5-Jährige glaube ich als Einstieg ganz gut. Aber es macht ja scheinbar auch großen wirklich Spaß, darum, ihr habt das jetzt ja gesehen, ne, kennt ihr schon zwei Meinungen, einer sagt total toll, einer sagt, ja, kann man machen, aber kann sich auch echt ziehen, ja, entscheidet einfach selbst, man kann das in Deutschland, glaube ich, aktuell relativ schwer bekommen, muss es direkt aus England beziehen, auf dem nächsten Spiel kann man sich das auf jeden Fall zulegen und ja. Ich glaube, aber Amazon hat es mittlerweile. Echt? Ja. Ja, okay, was hat Amazon nicht? Richtig, aber ganz am Anfang, kurz nach Essen, gab es das wirklich überhaupt. Gut, das ist ja oft bei Essen Neuheiten so. Es gibt ja Man genau. Rock jetzt aktuell, Stand heute immer noch nicht zu kaufen. Schade. Ja, schade, ja. Freue ich mich auch mal. Hätte ich so gerne. Gut, aber das war einmal unser Video zu Thieves. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ja, wisst jetzt, ob das Spiel was für euch ist oder nicht. Und dann sagen wir danke fürs Zugucken. Bis bald. Und tschüss.